In diesem Video soll es um die amerikanische Faulbrut gehen, um die Biologie, das Krankheitsbild und die mögliche Bekämpfung. Die amerikanische Faulbrut, abgekürzt AFB, ist eine Bakteriose, also eine durch Bakterien verursachte Krankheit. Sie wird durch eine Infektion mit dem Erreger Penicillium laevi ausgelöst. P. laevi ist ein wirtsspezifisches, pathogenes und spurenbildendes Bakterium. Dieses Bakterium liegt grundsätzlich als sehr widerstandsfähige Spore der Dauerform und nur während seiner sehr kurzen Vermehrungsphase von wenigen Tagen in einer Bienenlarve als Stäbchenbakterium vor. Nur die Sporen sind infektiös. Sie werden durch Körperkontakt und Futteraustausch zwischen den Bienen im Bienenvolk verteilt. AFB-Sporen sind gegen Umwelteinflüsse wie Austrocknung, hohe Temperaturen, aber auch gegenüber einigen Desinfektionsmitteln sehr widerstandsfähig und können viele Jahrzehnte überdauern und bleiben auch weiterhin hochinfektiös. Im Gegensatz zu anderen Krankheitserregern sind sie jedoch nicht überall, das heißt in jedem Bienenvolk vorhanden, was letztlich die Chance für einen Bekämpfungserfolg erhöht. Die Vermehrung der Bakterien findet ausschließlich in der Bienenbrut statt. Sie vermehren sich relativ schnell durch Teilung in den infizierten Bienenlarven. Dafür bieten das Darmlumen und das Hämozöel, also die Leibeshöhle der Bienenlarven, optimale Bedingungen. Die Pathogenese sieht folgendermaßen aus. Bienen füttern den Larven sporenhaltiges Futter. Die jüngsten Larven nehmen die Sporen auf. Die Sporen keimen im Mitteldarm zu vegetativen Bakterien. Sie vermehren sich zunächst nur im Darmlumen. Anschließend durchbrechen sie die Darmwand und töten die Larve. Sie sporulieren letztlich in der zersetzten toten Larvenmasse. Aminbienen oder Hygienebienen, die versuchen, die zersetzte Masse auszuräumen, treiben das Infektionsgeschehen fort. Der Krankheitsverlauf in einer einzelnen mit P. laevi infizierten Larve endet stets mit dem Tod. Der Krankheitsverlauf in einem gesamten Bienenvolk ist jedoch so nicht immer voraussehbar. Die erwachsenen Bienen erkranken selbst nicht, führen aber die Infektionskette fort. Es findet keine Erneuerung der Bienenpopulation durch junge Bienen statt und das Volkswachstum stagniert. Die klinischen Symptome: Erkrankte bzw. früh abgestorbene Larven werden in der Regel zügig von den Hygienebienen erkannt, aus den Zellen geräumt und beseitigt. Werden sie jedoch nicht ausgeräumt, trocknen die Larvenreste auch in der offenen Brutzelle zu einem in der unteren Brutzellrinne liegenden Schorf zusammen. Hier widersprechen wir ausdrücklich der bisherigen Lehrmeinung und Beratungspraxis, denn auch in noch nicht verdeckelten Brutzellen kann man AFB-Schorfe vorfinden. Das erkennt man an den Schorfen selber, die zungenähnlich über den äußeren Zellrand überstehen. Einem Verhältnis eher geringer Anteil der infizierten Larven entwickelt sich trotz ihrer Erkrankung über den Verdeckelungszeitpunkt hinaus weiter und sie sterben dann erst ab. Sie verwandeln sich auch erst dann unter dem Zelldeckel in eine braune, zähe Masse. Wird diese Masse von den Hygienebienen nicht erkannt und ausgeräumt, trocknen auch diese Larvenreste zu einem in der unteren Brutzellrinne liegenden Schorf unter dem Zelldeckel ein. Insgesamt ist es jedoch nur ein bedeutend geringer Anteil der infizierten und erkrankten Larven, der erst im verdeckelten Brutstadium abstirbt. Äußerst selten können sich die erkrankten Larven bis hin zu einer frühen, weißäugigen Puppe weiterentwickeln, um erst dann abzusterben. Nun unterscheiden wir in unspezifische und spezifische Symptome. Ein sehr unspezifisches Symptom ist beispielsweise der faulige Geruch, der ohnehin von jedem Menschen sehr unterschiedlich individuell wahrgenommen wird. Auch ein lückiges Brutbild ist ein sehr unspezifisches Symptom, denn es kann auch bei anderen Brutkrankheiten auftreten oder aufgrund von Kälte oder Verhunigen des Brutnestes oder der Leistungsfähigkeit der Königin. Brutzellen mit löchrigen, eingesunkenen Zelldeckeln treten auch ebenfalls nicht nur selektiv bei der AFB auf und sind sehr unspezifisch. Auch abgestorbene Maden sind ein unspezifisches Symptom, was bei anderen Ursachen auftreten kann. Die zwei spezifischen Symptome, die nur bei der amerikanischen Faulbrut auftreten, sind Brutzellen, die eine bräunliche, fadenziehende Masse enthalten, sowie Zellen, die eingetrocknete, in der unteren Zellrinne haftende Brutrückstände, die sogenannten Schorfe, enthalten. Auf den folgenden Fotos sind optisch wahrnehmbare klinische Verdachtssymptome zu sehen.
Hier sieht man ein auffallend lückenhaftes Brutbild und einzelne bräunlich verfärbte eingefallene Brutzellendeckel. Hier ein Ausschnitt einer weiteren AFB-Verdachtswabe, die eine unspezifische klinische Symptomatik aufweist. Das sind stehengebliebene, also von den Hygienebienen noch nicht ausgeräumte Brutzellen. Brutzellen mit bräunlich verfärbten Zelldeckeln und zudem teilweise von den Bienen geöffnete Brutzelldeckel. Auf diesem Bild ist ein deutlich dunkel verfärbter, eingesunkener bzw. eingefallener Zelldeckel, der als unspezifisches klinisches Symptom den Betrachter veranlassen sollte, hier nach der Ursache zu schauen. In jedem Fall sinken die Zelldeckel deshalb ein, weil die abgestorbene Larve in solch einer Brutzelle zuvor keinen Kokon mehr gesponnen hat. Die braune Verfärbung rührt von der abgestorbenen Larve her. Hier zu sehen ein deutlich verfärbter, nach innen eingefallener Zelldeckel. Der Zellinhalt besteht nur noch aus einer nicht mehr differenzierbaren braunen Masse. Am oberen Bildrand befindet sich eine weitere Verdachtszelle mit eingefallenem Zelldeckel. Mitunter wirken die Zelldeckel fettig bzw. sehen feucht aus. Hier nun die spezifischen Symptome, eines der beiden auffälligsten und zugleich spezifischen klinischen AFB-Verdachtssymptome ist die abgestorbene fadenziehende Larvenmasse. Dies ist in der Regel ein deutlicher Verdachtshinweis auf einen AFB-Ausbruch. Im Foto erkennt man in einigen offenen Brutzellen zudem AFB-Schorfe, die jeweils in der unteren Zellrinne liegen. Wird bei der Untersuchung von AFB-verdächtigem Zellinhalt eine Pinzette statt wie üblich ein Streichholz verwendet, kann die für den AFB-Ausbruchsverdacht typische fadenziehende und auch gummiartige Larvenmasse sehr gut und wiederholt dargestellt werden. Das zweite spezifische Symptom, die Schorfe, sind hier abgebildet. Im Gegensatz zum nächsten Foto sind diese Larven hier vor dem Zeitpunkt der Verdeckelung abgestorben und nicht ausgeräumt worden. Diese Schorfe ragen erkennbar zungenähnlich über den Wachszellenrand hervor. Hier zeigt das Foto durch Hygienebienen ganz oder teilweise geöffnete, vormals verdeckelte Brutzellen, in denen sich zuvor die AFB-Schorfe gebildet haben. Das bedeutet, diese Larven sind in einer späten Phase ihrer Entwicklung, nämlich nach der Verdeckelung, abgestorben, noch bevor sie normalerweise mit dem Spinnen ihres Kokons beginnen würden. Zur besseren Darstellung ist dieses Foto um 180 Grad gedreht worden, denn normalerweise liegen die AFB-Schorfe in der unteren Zellrinne. Sprechen wir nun von einem Verdacht oder von einem Ausbruch? Da die Bienenseuchenverordnung unpräzise ist, sollte sich die amtliche Feststellung des AFB-Verdachts oder des AFB-Ausbruchs grundsätzlich nach den grundlegenden tierseuchenrechtlichen Vorschriften des Tiergesundheitsgesetzes und insbesondere nach den gesicherten fachwissenschaftlichen Erkenntnissen richten. Der Verdacht des Ausbruchs der AFB liegt vor, wenn bei einer klinischen Untersuchung eines Bienenvolkes AFB-verdächtige Erscheinungen festgestellt werden. Diese verdächtigen Erscheinungen entsprechen den spezifischen AFB-Symptomen, also fadenziehende braune Masse und/oder festsitzende schwarze Schorfe in der unteren Zellrinne. Ist der Ausgangspunkt eine Laborfutterkranzuntersuchung aus einem Bienenvolk, das noch nicht klinisch untersucht wurde, dann besteht der Verdacht des Ausbruchs der AFB, wenn ein positiver Sporennachweis Kategorie 1 oder 2 Ergebnis dieser bakteriologischen Untersuchung ist. Der Ausbruch der AFB liegt dann vor, wenn in krankhaft veränderten Brutstadien der AFB-Erreger P. larvae nachgewiesen wurde. Dazu muss also ein klinischer und bakteriologischer positiver AFB-Befund vorliegen. Was die Seuchendiagnostik sehr erschwert, sind die unterschiedlichen Erregergenotypen, die in Deutschland real vorliegen, Erik 1 und Erik 2. Beide unterscheiden sich vor allem in der Schnelligkeit, mit der sie die erkrankte Bienenlarve zum Absterben bringen. Infektionsversuche mit den beiden Erregergenotypen, die die Arbeitsgruppe von Frau Prof. Dr. Elke Genersch durchgeführt hat, haben jedoch wesentlich zur Aufklärung der Pathogenität der beiden Genotypen und vor allem Klarheit in die Unterschiede ihrer Virulenz und der klinischen Symptome gebracht, die man in einem AFB-erkrankten Volk vorfinden kann. Die wesentlichen für die Praxis entscheidenden Ergebnisse dieser Infektionsversuche sind in der folgenden Abbildung dargestellt.
In dieser Abbildung sind die aufsummierten Sterberaten von Honigbienenlarven, die bei standardisierten Infektionsversuchen entweder mit AFB-Spuren des Erregergenotyps ERIC1 oder ERIC2 infiziert wurden. Dabei wird deutlich, dass jede Infektion tödlich für die erkrankten Larven endet und ERIC2 virulenter als ERIC1 ist, weil er zeitlich betrachtet die Larven schneller tötet. Schon am dritten Tag nach der Infektion stiegen in den Versuchen die Sterberaten rapide an. Jedoch sind die weiteren Verläufe der Sterberaten deutlich unterscheidbar. Bei ERIC2 waren in den Versuchen am fünften Tag nach der Infektion schon etwa 75% der Larven abgestorben. Bei ERIC1 brauchte es dafür 9 Tage. Das heißt, diese Larven konnten trotz Erkrankung am Genotyp ERIC1 sich weiterentwickeln und sind dann erst abgestorben. Zu diesem späteren Zeitpunkt waren bei der ERIC2 schon nahezu alle Larven abgestorben. Damit wird deutlich, dass für die Bienenlarven der Erregergenotyp ERIC2 erheblich virulenter als ERIC1 ist, weil er zeitlich betrachtet die Larven schneller und fast durchweg im frühen bis späten Larvenstadium tötet. Nur ein kleiner Anteil der erkrankten Larven stirbt bei ERIC2 nach dem Zeitpunkt der Verdeckelung ab. Andererseits zeigen die Ergebnisse, dass bei ERIC1 ein Anteil von etwa 25% der infizierten Larven trotz ihrer Erkrankung sich sogar über den Zeitpunkt der Verdeckelung hinaus, also bis fast zur Spinnmade unter dem Zelldeckel, weiterentwickeln konnte, bevor sie dann wie alle anderen Larven zuvor auch abstarben. Die Ergebnisse aus diesen Infektionsversuchen helfen nun daraus, die Unterschiede im klinischen Erscheinungsbild zwischen ERIC1 und ERIC2 abzuleiten. Somit lässt sich wissenschaftlich fundiert erklären, was man von der reinen Logik her bei einem AFB-Ausbruch an klinischen Erscheinungen in einem Bienenvolk bei beiden Erregergenotypen überhaupt erwarten kann und worauf man bei der Felddiagnose unbedingt achten sollte. Für alle früh an AFB erkrankten bzw. abgestorbenen jungen Bienenlarven gilt, sie werden von den Hygienebienen in der Regel erkannt und aus den Brutzellen entfernt. Zu Beginn des Krankheitsverlaufes bei ERIC2 begrenzen sich die klinischen Symptome somit wesentlich auf Lücken im Brutbild. Das erklärt auch, wofür der Ausbruch der AFB oft erst Jahre später wahrgenommen wird. Ist jedoch die AFB-Erkrankung weit fortgeschritten und das Hygieneverhalten der Bienen funktioniert nicht mehr, findet man vermehrt fadenziehende Masse und AFB-Schorfe in den Völkern. Bei ERIC1 ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, die beiden optisch wahrnehmbaren spezifischen AFB-Verdachtssymptome vorzufinden. Denn in den Infektionsversuchen waren es etwa 25% der infizierten Larven, die erst nach dem Verdeckelungszeitpunkt abstarben. Welcher Erregertyp ist denn nun gefährlicher? Obwohl die beiden AFB-Erregergenotypen unterschiedlich virulent für die einzelnen Bienenlarven sind und ERIC2 schneller die Larven zum Absterben bringt, verhält es sich bei der Pathogenese auf der Ebene des Bienenvolkes auf den ersten Blick paradoxerweise umgekehrt. ERIC2 ist auf der Volksebene eindeutig weniger gefährlich als ERIC1. Es lässt sich wie folgt erklären. Da die Larven bei einer Erkrankung mit ERIC2 zeitlich früher absterben, werden sie von den Hygienebienen ausgeräumt und es verringert sich die Möglichkeit, im Verlauf der Pathogenese im Bienenvolk überhaupt viele neue Sporen zu bilden. Das erklärt auch von der Logik her, dass bei einer Erkrankung eines Bienenvolkes mit dem Erregergenotyp ERIC2 der Krankheitsverlauf sich über Jahre hinziehen kann, ohne dass der Imker den tatsächlichen AFB-Ausbruch überhaupt wahrnimmt. Bei ERIC1 hingegen können schon mit Beginn der Pathogenese im Volk durch diejenigen Larven, die erst in einer späten Entwicklungsphase erkranken und absterben, sich erstens die spezifischen klinischen Symptome wie fadenziehende tote Larvenmasse und Schorfe einstellen. Damit einhergehend werden zweitens so schon von Anfang an große Sporenmengen im erkrankten Volk produziert. Diese beschleunigen zudem das Krankheitsgeschehen im Volk. Im nächsten Schritt werden die so erkrankten Völker schnell schwächer und leichte Beute gesunder Völker aus der Umgebung. Das erklärt dann ein zügiges, seuchenhaftes Geschehen von an ERIC1 erkrankten Völkern, wenn solch ein klassischer AFB-Ausbruch nicht rechtzeitig erkannt wird. Damit ist ERIC1 gefährlicher für das betroffene Bienenvolk, ERIC2 erschwert hingegen die Seuchendiagnostik und Bekämpfung. Wie kann denn eine Felddiagnose aussehen? Grundsätzlich empfiehlt es sich, neben den üblichen Imkerwerkzeugen auch eine Pinzette, Lupe und Taschenlampe mitzuführen, um eine sichere Begutachtung der Brutwaben, der Brut und der Bienen anzugehen.
Bei einem Verdachtsfall empfiehlt es sich zunächst, das zu untersuchende Volk sagenweise auf den umgedrehten Beutendeckel direkt neben seinem Standplatz umzuschichten, sodass die oberste Zarge nach unten gestellt und die unterste nach oben gestellt wird. Damit kann man die Brutfläche sicher begutachten. Es empfiehlt sich zudem, die Bienen von den Waben durch Abschlagen oder Abfegen weitestgehend zu entfernen. Nun kann jede Brutwabe nach einer genauen Betrachtung und Suche nach etwaig vorhandenen klinischen Symptomen einzeln wieder zurückgehängt werden. Bei der Felddiagnose kann es hilfreich sein, ein Foto mit Blitzlicht zu machen. Dann spiegelt die raue Oberfläche der Schorfe das Blitzlicht sehr gut zurück, wie dies hier im Foto deutlich zu sehen ist. Bei einem augenscheinlichen Verdachtsfall und zur Vorbeugung der amerikanischen Faulbrut sind Futterkranzproben zu entnehmen und ins Labor einzusenden. Das Laborergebnis wird in drei verschiedene Befallskategorien unterteilt. Kategorie 0 ist ein negativer Befund und es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Kategorie 1 ist ein positiver Befund und Ansteckungsverdacht. Es gilt, die Anweisung des Amtstierarztes zu befolgen. Außerdem sollte eine Untersuchung des Brutnests auf klinische Symptome stattfinden. Und die Umgebung muss untersucht werden, um eine mögliche Sporenquelle ausfindig zu machen. Kategorie 2 ist ein positiver Befund und Ausbruchsverdacht. Auch hier gilt es, den Anweisungen zu befolgen. Außerdem wird in der Regel ein Sperrgebiet erlassen und Maßnahmen zur Tilgung der AFB eingeleitet. Es wird diskutiert, dass in der Zukunft der Befund nur noch in positiv und negativ eingeteilt wird, um das ganze Geschehen zu vereinfachen. Liegt eine Tötungsanordnung vor? Bei der AFB-Bekämpfung muss, wie bei allen Seuchenerkrankungen anderer Nutztiere auch, zwischen Ansteckungsverdächtigen, Verdächtigen und erkrankten Völkern unterschieden werden. Für AFB-ansteckungsverdächtige Völker gilt, dass zum Zeitpunkt ihrer Untersuchung weder klinische AFB-Verdachtssymptome noch ein positiver Laborerregernachweis vorgelegen hat, die Völker jedoch zur epidemiologischen Einheit bei einem nachgewiesenen AFB-Ausbruch dazugehören. Damit ist bei diesen Völkern die Wahrscheinlichkeit gleich hoch, dass sie wie die anderen Völker in der Umgebung dem AFB-Seuchenerreger ausgesetzt sind. AFB-verdächtige Völker sind solche, bei denen nur ein positiver Laborerregernachweis aus einer Futterkranzprobe vorliegt, jedoch die spezifischen AFB-Symptome noch fehlen. Schließlich sind AFB-erkrankte Völker solche, bei denen sowohl klinische AFB-Verdachtssymptome nachgewiesen wurden und zudem ein positiver PLAVE-Laborerregernachweis aus genau diesen Völkern vorliegt. Die Bienenseuchenverordnung bietet nur bei diesen AFB-erkrankten Völkern die Rechtsgrundlage für eine Tötungsanordnung. Wie kann denn nun eine AFB-Bekämpfung aussehen? Eine AFB-Erregereliminierung kann durch einen Kunstschwarm oder durch ein anderes Sanierungsverfahren bei Erhalt der Bienen stattfinden. Die Vorgehensweise beim offenen Kunstschwarmverfahren sieht wie folgt aus. Zunächst werden die Bienen von den Waben in eine vorhandene leere Zarge zusammen mit der Königin abgeschlagen oder abgefegt, in der sie nun 2 bis 3 Tage mit offenem Flugloch verweilen. Damit sich die Bienen in der leeren Zarge als Schwarm aufhängen können, sollte oben ein Königinnenabsperrgitter aufgelegt werden. Die Zwischenzeit muss genutzt werden, um alle Waben einzuschmelzen, das Beutenmaterial zu reinigen und zu desinfizieren. Möglicher Wildbau muss entfernt und der Schwarm kurz aufgestoßen werden. Dann wird eine gereinigte Zarge mit Mittelwänden aufgesetzt. Am nächsten Tag kann die noch nicht gereinigte untere leere Zarge weggenommen und der Boden ausgetauscht werden. Dem schließt sich zunächst eine maßvolle Flüssigfütterung an, die später intensiviert wird. Die Reinigung und Desinfektion des Materials findet am besten an einem dafür vorgesehenen Platz gesammelt statt. Dabei ist folgende Desinfektionsrichtlinie einzuhalten. Das Material wird angeliefert und dann wird entschieden, ob die Waben eingeschmolzen und das Wachs als Seuchenwachs umgearbeitet wird oder ob es direkt auf einer Deponie landet und verbrannt wird. Werden die Waben ausgeschmolzen, so werden anschließend die Rähmchen sowie auch alle anderen Beutenteile in einer 5%igen Eznatronlauge ausgekocht. Anschließend wird das Material in klarem Wasser neutralisiert, um zuletzt mit einem Dampfstrahler gereinigt zu werden. Im Idealfall steht den Imkervereinen solch ein Bienengesundheitsmobil zur Verfügung, das alle benötigten Gerätschaften beinhaltet.
Wie eine Kunstschwarmsanierung mit anschließender Entseuchung aussehen kann, seht ihr in einem von unseren Videos. Dass die Bienenvölker an AFB erkranken, kann jedem passieren und es hilft nicht, sich gegenseitig zu beschuldigen. Es ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch überaus kollegial, jeglichen Verdachtsfall zu melden, mit dem Veterinäramt zu kooperieren sowie mit den anderen betroffenen Imkern zusammenzuarbeiten. Wir empfehlen weiterhin eine rege Teilnahme am Faulbrutmonitoring, was das Ausbruchsgeschehen in Deutschland deutlich reduziert hat. Auf dass unsere Bienen gesund bleiben. Und wer sich nun fragt, woraus ich so schön abgelesen habe, der besorgt sich den Praxisleitfaden zur Bekämpfung der amerikanischen Faulbrut unter www.lavis.niedersachsen.de.